Was wird passieren? Und es wird gespeichert. Hätte ich eigentlich gar nicht mehr speichern brauchen. Und ein blaues Kraut, tatsächlich. Kann ich das kombinieren? Ne, ich kann es bloß, glaube ich, mit einem. Na, was? Network werfen. Okay, geht nicht. Nur mit dem Grün, glaube ich. Glaube ich. Das glaube ich sehr. Waste Disposal. Ja, das können wir auf. Ah ja. Das können wir noch kombinieren. Das aufmachen oder dadurch? Warum ist das so groß? Ich traue dem Ganzen ja nicht. Oh, löst Strom. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann wieder, dass wahrscheinlich dann das Ding aufgemacht werden kann, diese eine Tür da. Oh, ein rotes. Guck an. Kann mir nur überlegen, mit was ich das kombiniere. Entweder mit dem. Entweder mache ich ihn. Ja gut, ich lasse jetzt erstmal drin, aber ich meine, später müssen wir uns halt entscheiden. Entweder kombinieren wir das Grüne mit einem Blauen oder wir kombinieren das Rote mit einem Grünen. Je nachdem. Gucken wir mal, was wir am meisten brauchen dann irgendwann. Okay, also ich habe irgendwie ein Scheißgefühl, ganz ehrlich, sage ich euch wirklich. Und ich glaube, die eine Waffe bekommen wir wirklich nur, wenn wir das jetzt hier anmachen. Ach, das wieder. Also irgendwie bin ich zu blöd, das zu kapieren. Ah, ich hab's verstanden, wie es geht. Boah, was wird passieren? Oh, ich wusste es! Oh mein Gott! Ups, meine Nachbarn, wie wenn vielleicht ein bisschen. Kollege, wie kann ich jetzt hier aufmachen? Ja, meine Nachbarn würden jetzt gerade ihren Spaß haben. Oder auch nicht. Ah, wie kann ich denn jetzt hier raus? Ja, ne. Ja, moin! Wie kann ich denn. Oh, die schießt schnell. Der kann mal hier kaputt machen. Was zum Fuck ist eigentlich jetzt über mir? Ich bleibe jetzt mal hier stehen. Vielleicht macht er ja auch für mich. Oh, macht er, glaube ich, wirklich. Oh ja. Oh, jetzt wird's aber. Haha, jetzt wird's aber spannend. Fuck, was mache ich jetzt? Wer bist du denn? Oh. Oh, oh, oh. Oh, das ist aber schlecht. Das ist aber echt schlecht. Okay. Ach, schön, vor der Aufnahmepause geht's mal richtig ab. Kann man den? Den kann man sicherlich ausschalten. Er ist noch am Leben? Ach, der ist es! Ach, Monsieur Dingens hier. Oh Gott, der rennt aber sogar. Ah, hier. Mach mal Glubschi am Rücken. Oh je. Okay, macht er doch nicht. Ich glaube, dem ist es relativ egal, was ich denke. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, mit der Desert Eagle jetzt da groß drauf zu schießen. Oh ja. Hallo? Ja, wo muss ich jetzt denn hinschießen? Was muss ich jetzt machen? Kollege? Okay. Guck mal, die Waffe ist leer. Was? Kombinieren? Ach, da lag Munition. Okay, also wir müssen den irgendwie. Da macht schon wieder Klubschi. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ehrlich nicht.
Was? Haben wir ihn? Wie, wieso haben wir ihn? Warum denn? Ich glaube, der hat ja uns. Wie geht's gut? Okay. Noch geht's mir gut. Uah! Ich stand sogar richtig anscheinend. Ah, da schaut er aber. Im doppelten oder im vierfachen Sinne. Fünffachen. Der hat sogar noch ein Auge auf dem Rücken. Okay, ich dachte eigentlich Mr. X kommt. Ich dachte jetzt nicht, dass sowas kommt. Ich hoffe, den bin ich los. Tja, das hoffe ich auch. Scheiße, ich habe Munition verbraucht, bis es scheppert, ne? Ja, bis es knallt, Entschuldigung. Da knallt der Dialekt wieder rein. Okay, gut. Tja, Magnum ist jetzt komplett leer. Pistole, ja. Und Shotgun, ein Schuss noch. Also im Endeffekt, ich glaube, wie ich es gemacht habe, war richtig scheiße. Ich hätte gar nicht schießen brauchen. Wir können auch gar nicht mehr zurück. Natürlich können wir zurück. Das sah jetzt bloß so aus. Okay, wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Weil ich glaube... Ich glaube folgendes. Boah. Also was ich jetzt glaube, ist folgendes. Ich denke, wir können jetzt zurückgehen und können uns die Waffe tatsächlich holen. Ich bin jetzt einfach mal ein Optimist, okay? Erlaubt mir, optimistisch zu sein. Ich nehme mal ein rotes Kraut noch mit. Ich meinte ein anderes, Moment. So eins, genau, ein bereits kombiniertes. Und ich tue mal ein... Tue ich ein Heilkräuter-Ding weg? Nee, ich lasse es tatsächlich da. Ich möchte jetzt eigentlich bloß mal kurz gucken, ob ich denn die Waffe jetzt mitnehmen könnte, weil das würde ich dann schon bevorzugen. Scheiße, also eigentlich ärgert es mich schon, dass ich jetzt halt alle, also die Munition jetzt hier komplett verbraucht habe. Aber ich glaube, ich habe ihn sogar anschießen müssen, damit er Ruhe gibt. Ich glaube, da blieb mir sogar gar nichts anderes übrig. Nee, ist egal. Wir werden es irgendwie überleben. Irgendwie wird das gehen. Oh! Ah, Scheiße. Komm weg, du Arschloch. Du blöde Kuh. Ach ja, dann. So. Tja, wir wissen, unser Kollege ist noch da unten. Ich hätte vielleicht mal gucken können, ob ich noch eine Granate dabei habe. Also, naja, von dabei kann keine Rede mehr sein. Ist egal, ich werde das jetzt in Kauf nehmen, werde jetzt einfach da durchrennen an ihm. Richtig dreist. Wo ist er denn? Hä, kommt der nochmal? Wer? Das wäre ja ein Traum. Was? Achso. Da schaut er wieder her. Ah, Moment, wir können sogar an ihm vorbei, ne? Nee, können wir nicht. Scheiße! Oh. So, haben wir erledigt. Hat mich zwar Munition gekostet, aber wenn es nichts gebracht hat, dann werde ich eh nochmal laden, insofern. Ich sehe es als sinnvolle Investition an. Vor allem, weil ich denke mal, die Waffe, die wir da bekommen würden, die ist ganz geil. Bin einfach jetzt mal so optimistisch, das zu glauben. Bitte, 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 bitte. Nein! Mann! Okay, laden. Das ist, glaube ich, die Spielzeit, die ich schon verbracht habe. Unfassbar. Moment, ich bin hier. Na? Genau. Ada Redden. Dann kann ich mir zumindest mal die Munition noch sparen. Puh. Okay. So, Ada, wir kommen. So. Na gut. Habe ich. Warte, warte, eine Sache möchte ich noch kurz gucken. Ich möchte gucken, ob ich noch Munition habe. Also, ein bisschen mehr noch. Habe ich noch Munition? Nein. Ja, was eigentlich
welch dumme Frage eigentlich, denn in Resident Evil, dass man da Munition noch bunkert, da müsste man ja so viel bekommen, dass sich das wirklich, naja, lohnt und so, ne? Aber. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Komm schon. Ada ist jetzt mutiert. Ada! Ada, wo bist du? Ich bin hier! Ada! Ich war gerade schon in Sorge. Ich krieg es nicht raus. Ich weiß nicht, ob ich das... Tu's einfach, ich kann so nicht laufen. Okay. Wird wehtun. Warte. Lass doch, ich mach's selbst. Entspann dich, okay? Also, wie geht's weiter? Sieh zu, dass du's hier rausschaffst. Solange du noch kannst. Ich werde dich nicht hier lassen. Nicht so. Du verstehst das nicht. Die Situation ist übler, als ich dachte. So einfach wirst du mich nicht los. Du hast mich beschützt. Jetzt bin ich dran. Wusste nicht, dass wir hier Punkte zählen. Greif meine Schulter. Ganz schön mutig, Frischling. Okay, will er nur helfen. Vorsichtig. Du willst helfen? Wir müssen dringend zum Nest. Nest? Umbrellas Labor, direkt unter uns. Annette hat sich verplappert. Dort sind die Virusproben. Bist du dabei? Denke, mein Kalender ist frei. Komm, wir haben was zu tun. Ja, Ma'am. So, schön, dass sie jetzt auch wieder dabei ist. Die Standseilbahn bringt uns runter zum Nest. Dieses Armband ist unsere Fahrkarte. Nett. Woher hast du das? Ausgeliehen. Wie auch immer, wir sind fast da. Also, ich habe es schon mal gesagt, aber mich würde echt interessieren, ob man Claire hier nochmal sieht, auch wenn man es ja nicht selber spielt. Weil, fände ich irgendwie schön. Claire macht einen sympathischen Eindruck. Verdammtes Bein. Lass mich dich tragen. Nein, ich würde mich nur schlechter fühlen. Genau. Es geht ja jetzt hier noch darum, um sich dann... Also, ich sag mal so, wenn man sich in so einer Situation dann noch schlecht fühlt. Wie ist die Schulter? Schlimmer, als es aussieht. Was für ein Paar. Beide mit einem Fuß im Grab. Noch sind wir kein Paar. Hör auf, da was rein zu interpretieren. Das sollte uns zu unserem Ziel bringen. Ah ja, da ist es genau, da braucht man das ID-Armband. Oh. Wir kommen vielleicht nicht zurück. Bereite dich also vor, Leon. Oh. Ach, wie schön. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Locker dieses eine Wasservieh, auf dem wir rumgelaufen sind, das wird noch kommen jetzt. Diese Bahn fährt zum Nest. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Och. Ich wette, das kommt jetzt. Weißt du, was ich denke? Ich brenne drauf, dass das FBI die Umbrella-Zentrale stürmt und die Mistkerle verhaftet. Ich auch, aber im Klartext? Offiziell hast du nichts damit zu tun. Das ist ein FBI-Fall. Sobald wir das G-Virus haben, mache ich allein weiter. Hey, Leon. Vertraust du mir? Und du mir? Ganz ehrlich, wenn nicht, wärst du wohl schon tot. Klar. Ich dachte, du könntest mir helfen. Und ich hatte recht. Sichere du das G-Virus, dann sorge ich dafür, dass sowas wie in Raccoon City nie wieder passiert. Ada, du sagst es selbst.
Es ist ein FBI-Fall. Leon, ich habe keine Autorität. Schau mich an. Auf mich ist kein Verlass. Du bist meine letzte Hoffnung, den Fall abzuschließen. Ich lass dich nicht einfach hier. Wenn du angegriffen wirst, Hilfe brauchst. Wir sind doch ein paar. Schaff das. Sorg dich nicht um mich. Ich muss das zu Ende bringen. Und ich will dich wiedersehen. Ich hänge am Leben. Vertrau mir. Nest wird in Kürze erreicht. Geh. Bitte, wir haben kaum noch Zeit. Das wirst du brauchen. Okay. Leon, verlasse mich auf dich. Ich weiß. Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Wir haben vergessen, dieses eine Versteck nachzuschauen, das sich in diesem Film entwickelt hatte. Also als ich diesen Film entwickelt hatte, wurde uns ja ein Versteck angezeigt und ich dachte, dass es ja da war, wo wir hergekommen sind. Und jetzt habe ich vergessen, auf dem Rückweg danach zu schauen. Ich bin auch ein Vogel, oder? Oh Mann, naja, egal. Ist, denke ich, jetzt nicht allzu wichtig gewesen. Aber die Armband auf jeden Fall gehört das jetzt uns. So wie ich es verstanden habe. Ja, okay, ich habe es richtig verstanden, denn wir lassen sie anscheinend allein. Mal wieder. Man bekommt hier aber auch nie Verbündete in Resident Evil. Schlimm. Kann ich hier irgendwo speichern? Oder muss ich, wenn ich jetzt sterbe, mir wieder alles ansehen? Ich denke, ich kann sicherlich gleich speichern. Ich hoffe es zumindest. Okay, ich habe hier nochmal alles, was ich brauche. Kann ich eigentlich wieder zurückfahren? Theoretisch. Also einfach mal, weil die Waffe habe ich ja nicht bekommen. Kein Strom? Oder? Oh, kein Strom. Warum auch immer. Natürlich. Ich habe gewusst, es kommt ein Autosave. Ich habe so gewusst. Mr. X, ich habe sie vermisst. Ich habe sie vermisst. Oh je. Was wird passieren? Was wird passieren? Der Autosave, der ist... Ja, okay. Uhrzeit kommt hin. Das heißt, ich kann hier jederzeit laden. Halten Sie bitte Abstand, bis die Natürlich, 1,5 Meter Abstand kennen wir ja alle. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Wieso sind das so viele Türen? Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. So. Laut Sicherheitsvorkehrung dürfte ich jetzt da nicht durchgehen. Gehen wir wieder zurück. Nee, Willkommen im Nest. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Natürlich. Ich werde richtig Spaß hier drin haben. Kann ich mir vorstellen. Okay. Ich frage mich, wo das G-Virus ist. Tja, Leon. Ah, okay. Hier ist auf jeden Fall mein Safe Room. Schlafraumprotokoll. Okay, die Zahlen lese ich nicht vor, ich lese einfach bloß den Namen vor. Toby Jackson, Zugang 3.44 Uhr, verlassen 7.31 Uhr. Sarah Takashi, 4.51 Uhr, Zugang, verlassen 7.08 Uhr. Walt Page, 12.03 Uhr, Zugang, verlassen 13.36 Uhr. Okay, also die Warteraumzeiten oder Schlafprotokollzeiten oder die Schlafzeiten werden anscheinend immer... Weniger. Anthony White. Okay, das wird echt immer weniger. Ja, wobei, da wird es wieder mehr. Anthony White, Zugang 12.05 Uhr, verlassen 12.48 Uhr. Boah, was ist das für ein Name? Kyrill oder Cyril oder irgendwie so? Arca wahrscheinlich. Wahrscheinlich spricht man das mit einem K aus. Arca, Zugang 18.01 Uhr, verlassen 20.21 Uhr. Desmond Locke, Zugang 18.04 Uhr. Verlassen 1958. Und Wayne Lee. Komm, hör mir auf.
Spiel, hör mir einfach auf. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich verstanden, was das alles sollte. Warum das uns jetzt angezeigt wird. Also, unser lieber Wayne läuft hier noch rum. Tja. Dann möchten wir ihn doch nicht stören beim Schlafen. Das ist das allerletzte, was ich möchte. Also gut, unser Wayne, der läuft hier noch rum, deswegen, tja. Den werden wir dann wohl mal beim nächsten Mal begegnen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich mache eine Aufnahmepause und dann hören wir uns wieder zum nächsten Mal. Ciao!